Ja. Jawohl, Freunde, das ist der erste Meter meines Lebens. Fisch? Fisch? Fisch! Was ist für eine Maschine? Und Fisch. Yes! Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Beinfight in diesem Jahr. Die erste in 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Tamara und ich gehen jetzt auf Hecht. Wir haben Januar, nein, stimmt gar nicht, wir haben Februar, den 3. Das heißt, wir dürfen hier endlich wieder auf Hecht angeln bis zum 15. Februar, wo dann die Schonzeit beginnt. Und jetzt hoffen wir, dass wir noch ja, den einen oder anderen Hecht hier hinter uns rauskitzeln können. Viel Spaß bei der Folge. Freunde, ganz wichtig, bevor wir ins Wasser fahren, wir brauchen natürlich eine neue Schnur für die Combo. Denn ich habe mir eine neue Route, eine neue Rolle gegönnt. Da sind wir einfach zum Black Punk gefahren, den Tackle-Dealer meines Vertrauens, der mich hier auch schon seit Jahren auf dem Kanal begleitet. Und haben das Ganze bespulen lassen. Ich dachte mir, komm, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen von dem ganzen Laden. Wirklich, wenn ihr in der Nähe seid, schaut doch einfach gerne mal bei ihm vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Video. Ab zum See. Vorsicht, du fahr vor Kante. Die sagen dir an dem See sogar, wo der Fisch steht. Genau da. Perfekt. Für mich der erste Fisch des Jahres auf dem Beinfight-Chat, erster Wurf davor mit dem Maze Runner geangelt. Von Maze ging leider nichts, auf dem Beinfight-Chat gewechselt und der erste Fisch mit der neuen Route und für dieses Jahr. Geil, ich freue mich richtig. Hier haben wir nochmal den Erfolgsköder, der Beinfight-Chat in 13 cm. Ja, ich habe kurz gewechselt, habe davor mit dem Maze Runner geangelt, da ging leider nichts. Vielleicht wollten sie den nicht, erster Wurf gechickt mit dem Beinfight-Chat und der schöne Hecht wollten haben. Wir haben auch hier eine richtig schöne Struktur. Hier haben wir so überhängende Bäume und auch ein bisschen Schilfkante. Und da sah es auf jeden Fall vielversprechend aus. Tamara hatte gerade auch schon einen Hecht drauf, ist leider ausgestiegen. Aber obwohl es schon so kalt ist oder noch so kalt ist, verspricht es auf jeden Fall schon mal viel für den Tag. Weiter geht's. Durch links hingeworfen, gell? Ja, weil du deine Hand auf der Rolle hast. Ja, genau. Ja, Fisch. Ja, Live-Biss. Yes! Oh, ein guter Fisch. Und da ist er, der erste Live-Biss, Freunde. Der zweite. Richtig schöner. Und den haben wir am Bauch gehakt. Ups. Nee. Doch. Jawohl. Der zweite für mich hier an dem See. Und diesmal mit Live-Biss. Ich freue mich. Jawollo. Befreien wir den Kleinen mal. Zweiter Fisch auf dem Beinfight-Chat. Richtig cool gebissen. Ich freue mich. Und das Wasser ist richtig arschkalt. Aber ein schöner. Eindeutig untermaßig. Der darf wieder zurück. Geil. Den kleinen Sprung schafft er. Aber ich bin der Meinung, den haben wir nicht regulär richtig gehakt. Der war leicht am Bauch gehakt. Aber bei Patcher den Grün fängt den zweiten Hecht. Ich freue mich. Geil.
Was mich tatsächlich ein bisschen wundert ist, eigentlich war unser Plan auch recht langsam zu fischen, weil das Wasser halt wirklich noch extrem kalt ist. Aber irgendwie scheint sie hier doch mehr auf das Chicken zu stehen. Und da sind auch die zwei Hechte jetzt eingestiegen, die Fehlbisse von Tamara. Und anscheinend ja, sind sie eigentlich schon recht aktiv. Klar, es sind jetzt nicht die großen Fische. Aber trotzdem macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Ich habe auf den Bite-Fight-Chat gewechselt, einfach weil er ein bisschen bauchiger ist. Davor habe ich es mit dem Mace Runner für Nace probiert. Wie gesagt, da ging überhaupt nichts. Gar kein Fischkontakt. Mit dem bin ich tatsächlich auch nicht so weit rausgekommen. Aber ich habe gemerkt, ich muss auch gar nicht so weit raus, weil die ganzen Fische, die kamen jetzt tatsächlich alle recht ufernah. Also immer wieder ausprobieren, nicht strikt nach Regel gehen. Nur weil man im Winter sagt, eher langsam und groß fischen, muss es nicht immer der Gamechanger sein. Einfach ausprobieren und testen, was bei euch am See funktioniert oder gerade an dem Tag. Es muss ja auch nicht immer gewässerabhängig sein, sondern manchmal ist es auch einfach nur tagesabhängig oder stundenabhängig. Habe ich auch schon erlebt. So, wir gehen zur nächsten Stelle. Das ist übrigens schon die zweite Runde. Das heißt, da hinten haben wir eine richtig schöne Bucht. Genau da haben wir auch vorhin den Eschenhecht gefangen. Leider ohne Livebiss. Da haben wir die Kamera noch nicht angehabt. Magst du hier ein paar Würfe machen, oder? Tamara macht jetzt hier noch ein paar Würfe und dann gehen wir zum Hotspot, würde ich sagen, weil da hat man auch mit Abstand am meisten Fischkontakt auch. Wie gesagt, fische jetzt hier meinen eigenen Bite-Fight-Chat in Kombination mit der neuen Hurado DC, die ich mir erst gestern gekauft habe. Ist natürlich cool, wenn man die dann gleich einweihen kann. Ne? Der ein oder andere würde jetzt sagen, ja, kleine Hechte. Aber ich finde es im Winter ist egal, wirklich. Also bei uns ist es so bockschwer oder bei euch wahrscheinlich auch, einfach überhaupt an Fisch zu kommen bei solchen Wassertemperaturen. Und wenn es dann schon bei zwei Hechten klappt, dann macht man auf jeden Fall einiges richtig. Oder? Weiter geht's. Ja. Maria hat gerade einen Nachläufer. Kurz vor Ufer nochmal zugeschnappt, oder? Also das, was sie gesagt hat, nachdem der Fisch nicht hing, müssen wir rauspiepsen. Ja, das ist so. Ja, das ist halt einfach ärgerlich. Soll ich dir helfen? Ich helfe ihr mal kurz. Da haben wir den Übeltäter. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht. Aber der Gute stand da noch. Und diesmal hat er nicht spitz gebissen, sondern hat ihn voll genommen. Und wieder ist der Bite-Fight-Chat in grün. Ich weiß, ich erwähne das oft. Es tut mir leid, aber auf dem Handmade-Köder einfach geil. Petri, mein Schatz. Danke. Und der ist gar nicht mal schlecht. Oh Mann, das hätte ein Live-Biss sein können. Scheiße. So, da haben wir den schön. Er ist erst nachgelaufen und beim zweiten Mal kam er aus dem Schilf raus und hat dann doch mal gebissen. Richtig geiler Hecht. Freut mich. Aber so kann man doch auch mal anfangen mit Hechtangeln, oder? Ja. Ich glaube, so einen schönen Start hatten wir noch nie und es ist noch nicht mal Mai. Super. Petri. Danke. Also wir haben echt den ganzen See abgefischt und an der Stelle scheint die Hechte echt gestapelt zu stehen. Das ist der Wahnsinn. Hier ist auch voll die Kante und Kraut. Wir haben jetzt hier echt den... Wie viel Kontakt war das? Dritte. Der dritte Kontakt. Zwei Fische rausgekriegt. Also die scheint hier echt, aber nur an der Stelle richtig aktiv zu sein. Na gut, den Köder, den kennen sie hier auf jeden Fall nicht. Ist auch nochmal so ein Punkt oder so ein Tipp, den ich euch geben kann. Versucht da wirklich mal was Außergewöhnliches. Also vielleicht auch mal einen Köder angeln, den nicht jeder hier angeln würde. Jetzt mal abgesehen vom Bite-Fight-Chat hatte ich gerade zu meinen Anfangszeiten wirklich Köder, wo ich mir echt gedacht habe, Junge, da kann nichts beißen. Den fischt auch kein Mensch und trotzdem habe ich damit meine Hechte gefangen. Also vielleicht auch einfach mal was Unvorhergesehenes machen
Und vielleicht bringt euch das zu eurem nächsten, ja, Personal Best. Und am Beispiel von Tamara habt ihr gerade auch gesehen, wie wichtig es ist, den Köder wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Ich sehe auch immer wieder Leute, die gerade, ja, den Köder schon 4-5 Meter vorm Ufer rausholen. Und ja, wenn man da keine Polbrille auf hat, so wie Tamara, ich habe heute leider auch keine auf, hätte man den Hecht vielleicht unter Umständen gar nicht erst gesehen. Also versuchen wir hier an der Stelle nochmal einen rauszukitzeln, aber wenn jetzt hier nochmal einer beißt, dann stehen sie hier wirklich richtig gestapelt. Das ist, wie gesagt, der vierte Fischkontakt und am ganzen See bei jeder anderen Stelle noch kein einziger Kontakt. Spricht auf jeden Fall schon mal für die Stelle hier. Jetzt möchte ich aber auch nochmal einen. Ich glaube, ich hatte auch Biss, glaube, wo Tamara den Hecht hatte, weil mein Gummi war auch komplett vom Schickhaken runtergezogen. Aber in dem Moment war es einfach nur wichtig, den Fisch von Tamara vernünftig zu landen. Da ist halt auch mal die neue Kombo in die Ecke geflogen. Ne? Wie war der erste Fisch des Jahres? Super. Hab mich gefreut, vor allem vor der Schonzeit noch. Ja, das ist das Nächste. Bei uns beginnt es ja am 15. Februar. Das heißt, wir haben jetzt noch dieses und nächstes Wochenende. Und dann war es das halt leider erstmal wieder mit Hechtangeln. Von dem her bin ich wirklich froh, dass es jetzt doch noch am ersten Tag, wo wir es eigentlich dieses Jahr probiert haben, so gut funktioniert hat. Und jetzt ab zur nächsten Stelle. So, angekommen an der nächsten Stelle. Sieht vielversprechend nach Hecht aus. Haben wir auch schön Wind drauf. Ich lasse jetzt hier mal mit Absicht nicht absinken, weil ich habe hier schlechte Erfahrungen letztes Jahr gemacht mit Hängern. Aber muss ja nichts heißen. Tamara hat ein bisschen mehr Wurfweite wie ich. Das heißt, sie kommt auch einen Ticken weiter raus. Und den Gummi muss ich wechseln, weil der hebt nicht mehr gescheit am Schickhaken. Der hat jetzt schon, keine Ahnung, auch letztes Jahr bestimmt schon 5 Hechte gesehen und heute schon alleine wieder 3. Also den wechseln wir mal. Und nächster Hecht. Jawohl! Ich habe gerade vergessen einzuschalten. Es dürfte ein kleiner sein, aber mein erster auf den Nays. Jawohl! Ja, bisher der kleinste des Tages. Aber alter Schalter, den hat er sich gegönnt. Gucken wir mal, dass wir den guten hier gelandet kriegen, auch wenn er wirklich ganz klein ist. Ja, ist okay, Babe, komm. Jawohl! Dank. Und der kleine Süße hier hat sich den Mace reingeknallt. Mace Runner, Entschuldigung. Kleiner Süßer, aber mein erster Fisch auf den Köder. Und für mich der dritte des Tages. Schön am Abend nochmal einer reingeknallt. Auch wenn er nicht der größte ist, aber ich freue mich. Petri. Dank. So, Tamara beackert hier jetzt noch gerade die letzten Stellen. Ich habe erst abgerissen leider. Das heißt, für mich ist der Tag jetzt so gut wie vorbei. Mach mal noch was Cooles. Was Cooles? Was Cooles. Ein paar Hechte sind es geworden, Freunde. Mit Live-Biss, das will man mehr. Ich bin richtig froh, dass es so gut funktioniert hat. Ganz ehrlich, der Bitefight-Chat konnte überzeugen. Wir haben richtig gut darauf gefangen. Ich habe jetzt eigentlich echt, ja, so ein bisschen weinendes und lachendes Auge, weil am 15. Februar ja schon die Schonzeit bei uns auf Hecht beginnt. Ich habe eigentlich richtig Bock, weiterhin auf Hecht zu angeln. Aber egal, die frischen Fische brauchen auch hier ihre Ruhe.
Und falls ihr den Bytefight-Chat gerne mal selber fischen wollt, dann schaut doch einfach mal bei Geiler Hecht vorbei. Mit dem Code Bytefight spart ihr noch 10%. Gönnt euch!